Die Regionalversammlung der IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen traf sich am 12. Oktober an einem interessanten Ort. Im Saal des Wasserkraftwerkes Mittweida wurde die Tagung abgehalten. Mit dem Präsidenten Thomas Kolbe haben wir über anstehende Themen gesprochen. Ja, als Schwerpunkt haben wir natürlich in der Regionalversammlung hier in Mittelsachsen die Themen, die auch unsere regionalen Unternehmer besonders beschäftigt. Das eine natürlich zentrale Thema in diesem Jahr 2020 ist das große Thema Corona-Pandemie. Wie gehen wir damit um? Wir sind relativ stark touristisch geprägt. Der Einzelhandel spielt in Mittelsachsen natürlich auch eine sehr große Rolle. Und das sind so ganz akute Themen. Akute interne Themen in der IHK ist sicherlich die Staffelstabübergabe. Wir haben in diesem Jahr die Nachfolge, die Altersnachfolge. Unsere Geschäftsführerin, die Frau Dr. Schwandke, wird sich Ende des Jahres ins Privatleben quasi zurückziehen. Wir freuen uns, dass wir mit Frau Dr. Krause eine interne Nachfolge gefunden haben, die auch schon über sehr gute Netzwerke in der Unternehmerschaft verfügt. Und das sind natürlich Themen, die uns als IHK in diesem Jahr besonders beschäftigen. Regionalversammlung ist die lokale oder regionale Vertretung des Ehrenamtes der Industrie- und Handelskammer in einer Region. Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz hat ja eine Spezialität, die sie von vielen anderen IHK unterscheidet, nämlich dass sie sehr intensiv das Regionalprinzip lebt. Und so gibt es in jeder der 5 Landkreise in Südwestsachsen eine entsprechende Regionalkammer. Das sind die hauptamtlich Angestellten der IHK. Und die Vertretung der Unternehmerschaft vor Ort, die findet sich in der Regionalversammlung zusammen. Ein wichtiges Thema der Versammlung war am 12. Oktober der Schwerpunkt Rohstoffgewinnung in der Region. Eine Problematik, die nicht erst jetzt beschäftigt. André Knüpfer, Mitglied der Regionalversammlung, verwies auf ein künftiges anstehendes Problem. Wir am Standort haben momentan keine Probleme, keine Hindernisse. Wir müssen uns an die gesetzlichen Gegebenheiten halten und können dort ganz gut wirtschaftlich arbeiten. Das Problem ist, dass ja Rohstoffe endlich sind. Sie sind an ihren Ort gebunden. Und dort ist ein bisschen das Problem für die Branche, dass also Standorte sehr schwer neu zu erschließen sind. Also so Erschließungs- und Genehmigungsverfahren dauern 10 Jahre und länger. Und dort muss man also sehr weitblickend in der gesamten Branche dann auch diesen Rohstoffvorsorge und diese Rohstoffplanung dann betreiben. Das ist so das Hauptproblem für die Branche, dass man also, die Standorte werden immer weniger und man kann immer weniger abbauen an immer wenigen Stellen. Der Bergbau bringt uns auf der einen Seite die Rohstoffe, die wir für unser Leben benötigen. Auf der anderen Seite ist er immer ein temporärer Eingriff in die Natur, in die Lebensumwelt. Und deshalb ist der Bergbau immer auch ein Punkt, wo sich verschiedene Sphären reiben. Und unsere Herausforderung, vor der wir immer stehen im Bergbau, schon immer, ist, dass wir den Bergbau so nachhaltig, also mit so wenig Einflüssen auf die Umwelt, durchführen wie möglich. Und da entwickelt sich der Bergbau durch neue Technologien, durch neue Umweltrahmen, Gesetzgebung, durch ein anderes Verständnis unserer Umwelt, unserer Natur im Gleichgewicht mit der wirtschaftlichen Nutzung des Bergbaus immer weiter. Und diese Herausforderung ist stetig da und da stellt sich der Bergbau gerade in Sachsen. Die Politik bzw. entscheidende Behörden lassen sich aktuell nicht zu einem verbindlichen Plan der möglichen Abbaugebiete hinreißen. Die Ursachen dafür sind recht unterschiedlich, können aber dem Standort Sachsen in vielerlei Hinsicht langfristig schaden. Das stört Unternehmer wie André Knüpfer, die damit keine Planungssicherheit haben. Die Lösung ist schwierig. Eine erste Lösung wäre eben, Standorte wirklich in der Regionalplanung auszuweisen und dort auch festzuschreiben. Und dann im Nachgang dann eben schauen, wie kann man zu Kompromissen kommen. Was sind Versorgungsgründe von Abbauen? Ist es der Umweltschutz? Sind es wasserrechtliche Probleme? Dass man dann also sagt, man muss das im Konsens aller Beteiligten dann eben lösen und dann dort sachorientiert arbeiten. Welche Art Rohstoffe in Sachsen überhaupt gefördert und benötigt werden, weiß der sächsische Oberberghauptmann Professor Dr. Bernhard Kramer. Also Sachsen ist auch nach vielen hundert Jahren Bergbau immer noch eine sehr rohstoffreiche Region, auch im Vergleich mit anderen Gebieten in Deutschland, in Europa, sogar in der Welt. Wir produzieren in Sachsen jedes Jahr rund 40 Millionen Tonnen Stein- und Erdenrohstoffe. Wir stehen ja hier gerade in einem Festgesteinsbetrieb.
40 Millionen in Stein- und Erdenrohstoffe in Sachsen. Dazu kommen natürlich im Moment die Braunkohle, die ungefähr die vergleichbare Menge produziert. Und wir haben im Erzgebirge, in der Region immer noch sehr, sehr gute und wichtige Erzlagerstätten. Die Erkundung geht voran. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch wieder neue Erzbergwerke erleben. Was erhoffen Sie sich mit der Gewinnung und der Nutzung der Rohstoffe aus der eigenen Region? Mit der Gewinnung von Rohstoffen in Sachsen stellen wir eine unserer Lebensgrundlagen her. Das sind die Rohstoffe. Also es hat im Wesentlichen die Bedeutung, dass man eine Wertschöpfungskette hat. Man hat Leute in Lohn und Brot und man ja dann wieder einspeist in das Sozialgefüge. Also man zahlt Steuern und Abgaben vor Ort, man zahlt in die Sozialkassen ein und gleichzeitig ist das eben die Bedeutung, dass es eine Umweltentlastung ist. Also gerade im Bereich Werkstein, wenn also Steine von China oder Indien zu uns gefahren werden, hat man die 270-fache CO2-Belastung. Ja, die IHK hat natürlich verschiedene Aufgaben. Für die Unternehmerschaft besonders wichtig ist es, dass es neben verschiedenen hoheitlichen Aufgaben, dazu gehört beispielsweise das Thema Aus- und Weiterbildung, natürlich auch viele, ich nenne es jetzt mal freiwillige Aufgaben der IHK gibt. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass die IHK quasi die Lobby der Unternehmerschaft ist. Also einerseits natürlich auf das hört, was brauchen die Unternehmer, wo brauchen sie eine spezielle Vertretung, insbesondere auch in Richtung Politik. Das geht schon auf der kommunalen Ebene los, also sprich in den Rathäusern. Es geht natürlich weiter in Richtung Landkreisverwaltung, aber auch gegenüber der sächsischen Landesregierung oder dann am Ende über die Dachorganisation, über den DIHK, auch in Berlin oder in Brüssel. Es ist letzten Endes das Organ der Unternehmerschaft. Die Regionalversammlung bietet Unternehmen die Möglichkeit, aktiv vor Ort mitzuwirken. Für die Regionalversammlung ist die Bedeutung, dass ich ja als Vertreter der Rohstoffbranche dort reingewählt wurde und mir das also ein Anliegen ist, die regionalen Rohstoffe dann auch weiterhin voranzubringen und weiterhin abzubauen. Und die Veranstaltung heute dient also dazu, das auch unseren Kollegen dann mal vorzustellen, was ist Rohstoffabbau und wie funktioniert das Ganze in der Wirklichkeit und in der Praxis. Die Rohstoffproblematik stand am 12. Oktober zur Tagung im Wasserwerk Mittweida im Mittelpunkt.